Bevor das Video losgeht, Freunde, eine wichtige Information. Vielleicht habt ihr es vor 2 Wochen mitbekommen. Wir haben gemeinsam mit unseren Freunden einen eigenen Fußballverein gegründet. Kickers Westerwald ist am Start, Freunde. Wir haben einen YouTube-Kanal, da wird es demnächst losgehen. Wir haben Instagram und Facebook, checkt alles in der Videobeschreibung ab. Kickers Westerwald. Und morgen, wenn ihr das Video jetzt seht, haben wir unser erstes Spiel. Also stay tuned, folgt uns auf Social Media und seid ein Teil von diesem geilen Projekt. Yo, was geht ab, Freunde? Mit hier am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Ich bin nicht allein, der Malcolm ist mit am Start. Den kennt ihr vielleicht schon. Und wenn ihr dieses Gesicht seht, wisst ihr auch vielleicht, was heute ansteht, Freunde. Diesjährige Keeper-Battle. Diesmal fast schon Heimspiel für mich am Geisbockheim in Köln, Freunde. Und natürlich mit meinem Partner U-Sport. Und hinter uns geht es schon richtig gut ab. Die ersten Spiele laufen. Und ja, Malcolm und ich sind heute mit am Start. Das letzte Video vom letzten Jahr Keeper Battle kam so krass an, Freunde. Und ja, deswegen natürlich dieses Jahr nochmal ein Video zu diesem Event. Und ja, ich bin echt gespannt. Malcolm, was ist dein Ziel heute? Gruppenphase überstehen. Okay, Malcolm stapelt tief, sag ich mal. Wie weit bist du letztes Mal gekommen? Ich glaube, Achtelfinale oder Viertelfinale? Viertelfinale. Ich bin im 16. Finale rausgeflogen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und ja, deswegen, ich wollte eigentlich auch aus der Gruppenphase rauskommen, Freunde, aber vielleicht habt ihr es gesehen, das Futsal-Video, da habe ich mir die Rippen geprellt. Und ich muss jetzt meine Taktik ein bisschen umstellen, mal gucken, ob es klappt. Ich werde trotzdem mein Bestes geben, aber versuche natürlich auf die Gesundheit zu achten. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt einen Kommentar und checkt auch auf jeden Fall das Event-Video bei U-Sport ab. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ja, da seht ihr auch noch mal ein paar andere Eindrücke. Ich werde euch die Spiele von mir und vielleicht auch ein paar Spiele von Malcolm zeigen. Checkt ihn auch auf Instagram ab, alles in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, wird Zeit für das erste Spiel. Let's go. Ja, Freunde, ich gehe somit leider angeschlagen in mein 4. Keeper-Battle. Und das werdet ihr auch sofort merken. Und ja, da steht es auch schon 1:0. Also nach rechts fallen ging auf jeden Fall. Aber nach links, das wollte ich gar nicht riskieren. Aber wer von euch schon mal im Tor stand, weiß vielleicht, dass man ja irgendwie trotzdem gerne dahin springen würde. Und ja, es geht direkt mit dem Schuss aus dem Pre-Intro los, Freunde. Der Ball fällt tatsächlich hinten links ins Tor rein. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Direkt mit dem ersten Schuss im Turnier von mir. Ja, direkt mal so ein Kunstschuss gelandet. Leider gab das keinen Punkt, Freunde. Kann ich auch bis jetzt nicht verstehen. Sehr, sehr bitter. Es steht 1:1. Mein Gegner hat das richtig gut gemacht. Hier ist er über die Linie getreten. Also beim Schuss ist er danach über die Linie getreten. Und somit war der Treffer ungültig. Ich treffe hier nochmal Aluminium. Und ja, ich habe mich an dem Tag auch wirklich nicht gut gefühlt. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe versucht, oder was heißt versucht? Ich bin immer automatisch irgendwie nach rechts gefallen, weil ich nicht nach links fallen wollte. Und hier konnte ich gar nicht so schnell reagieren. Und ja, wie gesagt, war schwer für mich, aber ich wollte das Turnier auch auf keinen Fall absagen. Und hier habe ich mir was überlegt gehabt. Ich habe den Ball festgehalten, dann habe ich nochmal ja, die Kräfte gesammelt und konnte den Ball dann hier mit einem Aufsetzer. Da war der Platz noch ein bisschen nass, also leicht feucht, würde ich sagen. Der Platz ist danach noch ein bisschen getrocknet. Das heißt, die Würfe danach waren nicht mehr so einfach. Hier eine klasse Parade vor meinem Gegner. Da gibt es natürlich auch Applaus von mir. Und ich finde, das gehört so ein bisschen immer dazu. Und ich weiß jetzt nicht, warum der Kollege links den Ball geworfen hat. Das hat ein bisschen irritiert. Aber 4:2 für den Gegner. Unterkante Latte rein. Der Wurf kam dann nicht so gut. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht den Ball kassiere. Ja, der Ball geht Gott sei Dank vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Freunde. Ich komme nochmal ran. 4:3. Und der Kollege hat das öfters gemacht, dass er den Ball so kurz vorgelegt hat. Und dann zack, 5:3. Ich habe jetzt hier nochmal die Gelegenheit nachzuziehen. Torverhältnis, ihr wisst Bescheid. Also die Regeln, falls ihr die noch nicht kennt. Ja, da habe ich drüber geschossen. ihr wisst die Regeln vielleicht bis 5. Und wenn es ja, da keine Entscheidung gibt. 6 Minuten maximal, Freunde. Und hier sehen wir jetzt ein Spiel von Malcolm. Das werden wir immer abwechselnd machen. Malcolm hat auch lustigerweise immer nach mir gespielt und auch immer auf demselben Court. Und hier kassiert der Malcolm erstmal. Der Gegner war auch richtig gut, hat einen richtig guten linken Fuß gehabt. Werdet ihr hier auch sehen. Steht 1:1. Und jetzt reagiert Malcolm ziemlich schnell und macht das hier richtig gut. Und für diejenigen, die sich fragen, ja, Malcolm, woher kommt er? Was macht er? Er spielt in Dudenhofen, Freunde. Und das ist Oberliga. Und ihr seht das hier ganz locker flockig. Die Bälle sind richtig präzise, die er schlägt. Aber der Gegner lässt sich da nicht zweimal bitten, macht es genauso nach und der Ball ist richtig krass geflattert, Freunde. Und es steht 3:2. Da taucht Malcolm nochmal richtig gut ab und es steht 3:3. Also das war ein feines Spiel und hier nochmal Malcolm, die Ecke hat er lieb gewonnen, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber hier ist die Zeit gerade rum gewesen und der Treffer hat gezählt. Das heißt, wir gehen in die Verlängerung. Und ich glaube, der Gegner von Malcolm hat angefangen
Und hier ist er leider übergetreten für ihn. Und somit hat der Treffer nicht gezählt. Malcolm somit unter Druck. Wenn er kassiert, muss er nachziehen. Und den hat er gehalten. Nutzt er jetzt aus. Es steht 5-4. Und klasse Match von beiden. Das heißt, ich habe bis jetzt 0 Siege nach dem ersten Spiel. Malcolm konnte sein Auftaktmatch gewinnen. Und ich spiele hier gegen die Vanessa. Also erstmal Hut ab. Vanessa hat das richtig gut gemacht. Ich hoffe, der Name ist korrekt. Das könnte jetzt natürlich ein Fettnäpfchen sein. Aber ich glaube, sie hieß Vanessa. An dieser Stelle gehen Grüße raus. Die hat direkt einen klasse Schuss rausgehauen und geht 1-0 in Führung. Und ihr seht schon, vom Bewegungsablauf bei mir ist das total unrund. Ich lasse sie nach vorne abprallen. Steht 2-0. Kann dann aber mit einem Wurf hier den Anschlusstreffer landen. Und hab dann auch ein paar Mal mehr geworfen. Aber ihr seht schon, Vanessa macht das richtig gut für ein Mädel oder für eine Frau und die Schüsse waren echt nicht schlecht und das tat richtig weh, das hat man gar nicht so gesehen bei mir, aber den linken Arm da hochzuziehen, die linke Rippe oder links auf der Seite, habe ich ja meine Verletzung und ja, das war echt nicht so gut und jetzt, Freunde, ihr seht es, es läuft gar nicht bei mir, 4-2, ich komme nochmal ran hier, 4-3, wir geben nicht auf und ja, den kann ich auch noch parieren und das tat richtig weh, ihr seht schon, ich packe an meine Rippe und ja, ich wollte ja gar nicht so viel springen, aber hier hält auch Vanessa nochmal klasse den Ball. Da gibt es natürlich auch Applaus von mir. Und dann macht sie den Sack zu. Es steht 5-4. 5-3, was laber ich? 5-4. Und wirklich Hut ab, habe ich ihr auch danach gesagt. Wirklich klasse. Ich finde es cool, dass auch Mädels teilnehmen. Und ich glaube, es hätte ein Mädel gefehlt, dann hätten die sogar untereinander ein Battle ausgespielt. Und ja, es ist mir auch absolut nicht peinlich, dagegen Vanessa zu verlieren oder so. Weil da wird es bestimmt den einen oder anderen Kommentar geben, wie kann man gegen Mädchen verlieren? Sie hat das richtig gut gemacht. Das finde ich auch richtig gut. Wenn Mädels Fußball spielen, das muss man auch fördern. Finde ich richtig klasse. Ich hoffe, nächstes Jahr sehen wir noch ein paar weitere Mädels hier am Start, Freunde. Und ja, Malcolm gewinnt hier eiskalt, Freunde. Und der Gegner war auch richtig jung und ich habe da auch gesagt, zusammen mit Malcolm, gib dem noch 2 Jahre dem Jungen, dann ist er ein richtig guter. Und wir gehen in mein letztes Gruppenspiel rein, Freunde. Mit einem Wurf liege ich erstmal 1-0 hinten. Ja, das lasse ich mir nicht so bieten, Freunde. Ich lege nochmal nach und das war der Todessturz, Freunde. Das hätte ich nicht machen sollen, das tat richtig weh. Und das im letzten Gruppenspiel, ja, hätte ich nicht so machen müssen. War ein bisschen unklug von mir an diesem Tag und der Gegner nutzt das dann eiskalt aus. Die Schmerzen wurden dann ein bisschen echt übertrieben und ich wollte dann auch nichts mehr riskieren. Es steht 2-2 und ja, trotzdem noch ein gutes Match am Ende hier. Der Gegner holt den Ball hier klasse raus und ja, danach haut er das Ding hier hin und ich habe gar nicht gesehen, dass er sich entschuldigt hat. Der Ball war echt krass knapp am Kopf vorbei, aber fair play, der Gegner war echt cool drauf und ja, muss man echt sagen, der Junge, richtiger Sportsmann und den Ball knall ich nochmal gegen Pfosten und wollte nicht, dass er bei mir reingeht. Hätte nicht gezählt, weil ein Konter, ich glaube Konter nennt sich das, zählt nur, wenn der Ball vom Torwart gehalten wird. Also wenn er den Ball zum Beispiel in mein Tor fausten würde, aber nicht vom Aluminium. Und somit kann ich leider kein Spiel an diesem Tag gewinnen und Malcolm hat sein letztes Spiel hier gegen den Kollegen hier und der Malcolm lässt zum ersten Mal einen Ball nach vorne abprallen, holt ihn aber auch wieder überragend raus, Freunde, und schaltet schnell um. Und das ist auch eine Qualität. Richtig gut von Malcolm. Er geht hier 2-0 in Führung. Aber der Gegner denkt sich, nicht mit mir, Kollege. Und schaut euch das an. Zack, zack, es steht 2-2. Und es sollte ein richtig krasses Spiel werden. Hier nochmal eine super Parade. Und das Spiel ist gedreht. Der Gegner ist on fire, Freunde. Und Malcolm probiert hier was. Und das ist ein Double Save. Richtig geil vom Gegner. Fehlt mir ein bisschen der Applaus von außen, muss man sagen. Und hier geht der Gegner dann auch 4-2 bzw. 5-2 in Führung. Das Match ist zu Ende. Aber Malcolm war, glaube ich, so oder so schon weiter. Also gar kein Problem für ihn an dieser Stelle. Und jetzt geht es in die K.O.-Phase. Und jetzt kommt vielleicht das krasseste Match überhaupt. Also wer bis hierhin dran geblieben ist, hat alles richtig gemacht, Freunde. Der Kevin, so hieß der Gegner von Malcolm, glaube ich, geht 1-0 in Führung, kommt einen Schritt raus und der Malcolm, eiskalt, Freunde, in der K.O.-Phase, lupft er den Ball über den Kevin und Kevin, ich fühle mit dir, das hat er bei mir auch schon gemacht. Es steht 2-1, Freunde. Hier geht es ab wie bei Schmitz Katz. Und Malcolm wieder unten rechts in die Ecke. 2-2. Die ziehen nach und nach hier. Was ein Tor von Kevin. Der bleibt noch vor der Linie. Es steht 3-2. Kann Malcolm direkt wieder nachziehen? Jawohl. 3-3, Freunde. Hier fallen die Tore wie am Fließband. Hier kann der Kevin den Ball erstmal halten, aber der Malcolm ist hinten auch übergetreten. Und hier geht Kevin wieder in Führung. 4-3. Und jetzt hält er ihn. Wenn er den jetzt macht,
Dann ist er eine Runde weiter, aber Malcolm kann den Ball super rausfischen. Es steht immer noch 4-3 und das hat er geahnt, der Kevin, aber Malcolm wieder unten rechts in die Ecke. 4-4 und jetzt geht der Ball irgendwie durch die Beine und steht 5-4. Und jetzt muss er nachziehen. Hält Kevin den Ball, ist Malcolm aus dem Turnier. Freunde, was ist das für eine Spannung? Er zieht ab und er ist wieder unten rechts drin. Unglaublich. Aber Kevin lässt sich das nicht bieten, zieht direkt wieder ab. Was ist das für ein Match? Und diese Mentalität von Kevin, die ist krass. Direkt umgedreht, direkt scheiß drauf. Der Ball war drin, aber ich hau ihn jetzt selber rein. Und jetzt passt auf. Genau Gegenteil. Malcolm kommt runter, Puls runter, zack. Und also Nerven aus Drahtseilen, Freunde. Das ist unglaublich. Malcolm kann den Ball parieren. Und da ist der Kevin auch nochmal dran, Freunde. Was ist das für eine Spannung hier? Und der Kevin geht mit 7-6 in Führung. Und jetzt muss Malcolm wieder nachziehen. Kann er es noch einmal machen? Das war das Match des Tages, meiner Meinung nach. Das ist wirklich krass, was hier in diesem Match abging. Und Malcolm kann wieder nachziehen. Steht 7-7. Wir schauen, was Kevin macht. Wieder eiskalt. Unten links in die Ecke von hier aus gesehen. Und wieder ist Malcolm unter Zugzwang. Kann er diesen Druck standhalten? Der Ball rollt ein bisschen zu weit nach vorne. Wie gesagt, hält Kevin den Ball, ist das Match rum. Und wir sind gespannt und er hält ihn mit dem Fuß und das Match ist rum. Ein Kraftakt für beide, Freunde. Was ein Match für mich. Absolut das Match des Tages. Und wir haben jetzt noch ein Match für euch, weil Malcolm jetzt auch ausgeschieden ist. Vom Jan. Ist ein Mitarbeiter von Unsport. Richtig cooler Dude. Spielt auch, wenn ich mich nicht irre, in der Bezirksliga. Jan, korrigier mich da, wenn ich da eine falsche Info habe. Und ja, er ist eingesprungen, weil ein paar Teilnehmer nicht da waren, es nicht vor Ort geschafft haben. Und er liegt hier 1-0 hinten, aber kommt hier zurück. Der Kollege kann da nicht mit dem, ja, mit der Hand hinter den Ball greifen. Und ja, es geht hin und her. 2-1 für den Gegner. Und er erhöht auf 3-1. Es scheint eine klare Sache zu werden. 4-1. Aber, Freunde, Keeper-Battle. Hier ist der Ball drin, 4-2. Der Jan hält den nächsten Ball überragend. Und jetzt denkt er sich, komm, Anschlusstreffer, 4-3. Aber es sollte nicht so sein, Freunde. Das war der spätere Sieger, wenn ich mich richtig informiert habe. Der Gegner vom Jan hier. Also Glückwünsche gehen raus. Ich glaube, er hat 1.500 € Warengutschein und 1.500 € in bar gewonnen. Also richtig heftiges Turnier. Ihr seht jetzt auch nochmal ein paar Highlights. Also wirklich rundum ein gelungenes Event. Leider. Ich habe mich echt sehr drauf gefreut, das ganze Jahr über schon, aber eine Woche vorher sich zu verletzen ist dann natürlich nicht so geil. Ich weiß nicht, ob es natürlich mit der Verletzung, ohne Verletzung besser gelaufen wäre, aber die, die gegen mich gespielt haben, die waren auch richtig cool drauf. Wie gesagt, mein Respekt gilt auf jeden Fall Vanessa, die da als Mädchen oder als Frau richtig gut gespielt hat, genauso wie ihre Freundin und alle anderen Mädels, die am Start waren, also wirklich Hut ab. Des Weiteren könnt ihr jetzt natürlich Ulsport das Video abchecken. Ihr könnt bei Sportplatz HD vorbeischauen. Der Passi war auch mit am Start. Also das seht ihr alles auf Social Media. Also folgt uns da gerne. Genauso wie die Kanäle von allen anderen, die vor Ort waren, die ihr jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Video gesehen habt. Deswegen checkt die Videobeschreibung ab, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.